Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dem Phenomenon Special auf meinem Kanal. Ja, Lieben, kurz zum Gameplay, zu den Gameplays im Hintergrund. Im Hintergrund seht ihr zwei Gameplays aneinandergereiht. So um die 20 Minuten, zwei Doppelrampens. Ich habe gesagt, wenn ich dieses Phenomenon Special mache, dann wird das. Müssen da schon gute Videos im Hintergrund laufen. Und ja, das habe ich beides übrigens heute erspielt, gerade eben. Und ja, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, das Phenomenon Special ist das FAQ. Ihr habt mir ordentlich Fragen gestellt. Ich versuche sie nochmal im Hintergrund einzublenden. Aber ich glaube, das bekomme ich nicht hin, da bin ich ein bisschen zu blöd zu. Aber egal, ich würde sagen, wir fangen auch mal an. Ich lese jedes Kommentar vor, egal ob es eine Frage ist oder nicht. Ich werde halt aber auch nur darauf antworten, wenn es eine Frage ist. So, das erste Kommentar wurde geschrieben von Darfstar3008. Hier, yeah, 400 Abonnenten, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Dann von ChiliMilli232. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Und bist du noch Jungfrau? Doppelpunkt.de. Also, was wirklich peinlich ist, ist mir in meinem Leben noch nicht wirklich irgendwie passiert, da ich alles, was ich mache, dahinter stehe ich auch. Und irgendwie gab es da halt auch noch keine Peinlichkeiten für mich. Keine Ahnung. Und ja, ich bin noch Jungfrau. Darfstar8008 wieder einmal. Frage, wie heißt du in echt? Wie alt bist du, falls du es in deinen älteren Videos noch nicht gesagt hast? Also, ich bin der Richie und ich bin 14 Jahre alt. MagistixPSN fragt, wie würdest du es finden, wenn man in Uncharted 3 als Goku rumlaufen könnte? Ja, Magistix, das würde ich glaube ich ganz gut finden, denn Gurken sind gesund und Gurkenschnitzel auch. Ich glaube, das hast du schon verstanden. UnchartedFreak100 fragt, hast du einen ersten Account? Ja, ich habe einen ersten Account. Die PSN sage ich jetzt nicht, weil das, weil ich da halt sowieso kaum noch drauf zocke. Aber da habe ich halt auch schon, keine Ahnung, 49.000 Kills oder so. Also da bin ich schon etwas fortgeschrittener. Wink2000 fragt, wie heißt in Real Life? Wie gesagt, Rich. FameHure96U4 fragt, kennst du mich schon aus der Uncharted 3 Community? Doppelpunkt.de. Ja, ich kenne dich aus der Uncharted 3 Community. Auch schon vorher, bevor du auf meinen Kanal gestoßen bist, dich hat mir der Drake Natrummer vorgestellt. Und ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wieder Winke2000, welche Uncharted 3 Kommentator siehst du gerne? Und bist du ein Fußballfan? Wenn ja, welche Mannschaft magst du? PS, kannst du mich grüßen in einem FAQ? Ich heiße Gleck123 auf PSN. Ja, also ich gucke sehr, sehr gerne den Anschlupf bzw. Games Universe HD. Dann, ja, der Skaldugary ist meiner Meinung nach auch noch in Ordnung. Den Easterman 3, dann noch Sasuke Fire 007, glaube ich, wenn die Zahl jetzt nicht stimmt, sorry. Und dann sehe ich mir auch nochmal den Pit Gaming und den Energetics an. Ja, Fußball finde ich eigentlich ist ein schöner Sport. Ich habe selber mal 7-8 Jahre Fußball gespielt. Ja, was ich so mag, gibt es nicht so eine richtige Mannschaft. Also, ich gucke mir Fußball im Fernsehen, wenn Deutschland spielt, aber ansonsten bin ich ja auch nicht so der Fußballfan. Hard Gamer SYXVB fragt: Magst du mich? Ja, du bist mein Abonnent, also mag ich dich. Hardgamer SYXVB, magst du Bratwurst? Ja, Bratwurst ist eigentlich eine schöne Sache. Bloß, dass ich mir öfters mal die Zunge verbrenne, aber ansonsten ist das eigentlich eine schöne Sache. Hardgamer SYXVB, ja, guck bei deinem Namen, ja. Was ist meine KD? Ja, also meine KD ist jetzt auf meinem FinalP-Account genau 2,01 und auf meinem anderen Erst-Account ist sie gerade mal 1,60. Hardgamer SYXVB, du willst mich doch trollen, Alter, oder? Und wie oft hattest du schon mal ein Rampant? Also, ein Rampant hatte ich auf meinem alten Account 26 Mal. Und auf Final P jetzt sogar 9 Mal. Also, das kannst du dir, glaube ich, zusammenrechnen. Falls nicht, sind das 35 Mal. Welchen Kommentator U3 findest du am besten? Fragt
JPA. Ja, das ist Gamers Universe HD. Also, ich habe mir sein. Hab mir, also, das erste Video, was ich von ihm gesehen habe, war ein Tutorial, wie man auch ein Frei für alle besser spielen kann. Das war, glaube ich, bei London Underground sogar. Das war das erste Video und das hat mir damals so geholfen. Und ich muss sagen, von ihm habe ich auch einiges gelernt. Also, er ist wirklich da so mein Favorit. Triple XD Destroyer oder Triple X Destroyer, sorry. Könntest du es dir vorstellen, mit mir ein Commentary zu machen? Warum nicht? Also, je nachdem, nach Zeit, bald Ferien, dann müsste ich eigentlich, ja. Dann von ICTV. Schreibt man nicht so aus? Wenn nicht, tut's mir leid. Magst du Animes? Wenn ja, welche? Hast du Uncharted 2 in deinem Besitz? PS, Glückwunsch an. Glückwunsch an 400 Abonnenten. Es ist echt eine ordentliche Zahl. Ja, also, ich mag Animes sehr, sehr gerne. Ich habe grob und so grob geschätzt über den Daumen 20 Animes gesehen. Da war wirklich Kämpfer und Hot Day sind so meine Favoriten. Und ja, Uncharted 2 durfte ich mir von Herrn Jannis ausleihen. Vielen Dank an dich. Er hat so gesagt, Bruder, mach dein Projekt fertig und dann gibst du mir wieder. So machen wir das auch. Ja, 400 Abonnenten finde ich auch schon ganz geil, aber es sind halt 410. Haha. Wo wohnst du? Also, Gamer. Gamer ever and ever. Habe ich das richtig vorgelesen? Keine Ahnung. Wo wohnst du? Wie alt bist du? Wie heißt du in Real Life? Also, ich werde dir ganz bestimmt sagen, wo du wohnst, da ich so viel Vertrauen zu dir habe. Also, wie beschreibe ich das am besten? Ich wohne in einem Häuschen. Ich meine, wir haben sage und schreibe 16 Fenster, eine Vor- und eine Hintertür und ja, noch so ein kleines Bädchen. Ich glaube, da weißt du Bescheid, ne? Ich bin, wie gesagt, 14 Jahre alt und heiße Richie. Wie alt? Alice. 2181. Wie alt bist du? Wann machst du mal ein Facecam-Video? Hast du Geschwister? Was ist deine Lieblingssportart? Und noch herzlichen Glückwunsch für 400 Abonnenten. Dein YouWillPlayer31. YouWillPlayer, sei gegrüßt. Ja. Also, ich bin, wie gesagt, 14 Jahre alt. Ein Facecam-Video mache ich, sobald ich eine ordentliche Facecam habe. Ich habe keine Geschwister. Mein Lieblingssportart ist einfach so, Leute, ich kann Sport an sich ganz gut, hab eins auf dem Zeugnis und dementsprechend mag ich Sport an sich. Und ja, nochmal Dankeschön. 400 Abonnenten finde ich auch wirklich ziemlich geil. Ja. Hier. Habe ich schon vorgelesen, das mit Grüßen? Ich glaube, ja. U3 Leon HD. Hast du Lust auf ein Dual oder so? Und welche Uncharted 3 Kommentatoren schaust du gerne, die unter 100 Abos haben? Also, ich sag's mal so, Leute, in Ferien habe ich viel Zeit und da mache ich mit ein paar Leuten Duals. Wenn ihr wollt, sagt mir Bescheid, da schiebe ich euch auch noch rein, kein Ding. Und ja, da du unter 100 Abonnenten hast, schätze ich einfach mal so, dass du möchtest, dass ich deinen Namen sage. Nein, ich gucke dich nicht. Muss ich ernsthaft zugeben, ich gucke dich nicht. Ich schaue mal bei dir vorbei, ob du was Neues hast und gib vielleicht auch mal ein Like. Aber jetzt so, wenn du so ein ganz neues Video hast, bin ich nicht der Erste, der es anguckt. Dementsprechend unter 100, Leute, die 100 Abonnenten haben, unter 100. Ja, da gibt's eigentlich keinen. Ne, alle, die ich so gucke, haben so von 100 bis 5000. Darfst da wieder mal, wenn du Naughty Dog Tipps für Uncharted 4 geben könntest, was würdest du ihnen sagen? Verbesserung von Uncharted 3. Also, ja, da wäre das für mich auf jeden Fall, dass die Einteilung, also wisst ihr, sagen wir mal, ihr seid so Level 1 oder so und kommt mit einer 75-Sterne-Lobby zusammen, das könnten sie meiner Meinung nach verbessern. Vielleicht noch den Gurkenskin, haha, und eine Waffenvielfalt, also wisst ihr, 7 Langwaffen finde ich ein bisschen schwach, wenn ich das mit Battlefield oder sonstige Spiele vergleiche. Finde ich, da ist ein bisschen wenig Waffenauswahl. So, X-Monster LPX, Grüße an dich. Warum hast du noch keinen Push? Bis jetzt wollte ich noch keinen Push haben, da ich wirklich mit meinem Video noch nicht 100% zufrieden bin. Aber ich habe jetzt vor kurzem mal bei Pit Gaming angefragt, ob er mir einen Push geben kann.
wieder von X-Monster LPX. Wie findest du Uncharted? Was findest du an Uncharted 3 gut? Und was sollte bei Uncharted 4 besser sein? Also, wie gesagt, das System der Aufteilung. Und ja, Uncharted 3 finde ich einfach an sich sehr nett. Es macht mir einfach Spaß und ja, wenn man Erfolg hat in einem Spiel, macht es noch mehr Spaß. Und ja, es ist einfach ein gutes Spiel. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, warum ich es gut finde. Ich finde es einfach gut. Was nochmal von X-Monster LPX, was spielst du noch für Spiele? Ich spiele Uncharted 3, Uncharted 2, Battlefield 3, Battlefield 2, Bad Company, Black Ops 2, MW3, das eine oder andere Mal Minecraft, Flash Games sowie Happy Wheels und sonstigen Krimskrams. Holst du dir The Last of Us? Was trinkst du gerne? Was machst du in deiner Freizeit noch so? Magst du Dubstep? Von X-Monster LPX. Ich hole mir The Last of Us schon, aber erst wenn es zwischen 50 Euro liegt und nicht bei 70. Ich trinke extrem verkackt gerne Monster. Das ist wirklich das beste Getränk, was es gibt, meiner Meinung nach. Und in meiner Freizeit spiele ich Handball. Bis vor kurzem noch Tischtennis. Ich zocke, chill mit Freunden, mach Duals mit Kumpels, höre Musik und so weiter. Da kommen wir schon zur Frage. In der Frage, magst du Dubstep? Ja, ich mag Dubstep sehr gerne. Aber im Moment höre ich doch lieber so Tiles Rap, also das hält sich die Wiege. Super Creeper, super. Warum bist du so geil? Ich denke, das liegt an der Familie. Wie groß bist du von Super Creeper, super? Ich bin sage und schreibe 1,68, 1,70, 1,68, irgendwo so. Zwischen 1,65 und 1,70, sagen wir es einfach so. Welche Schule gehst du? Von Super Creeper, super. Welche Schule gehst du und wie sind deine Noten? Also ich gehe auf eine reale Schule und bin im Durchschnitt jetzt, dieses Jahr war mein schlechtestes Zeugnis ever. Und ich muss sagen, ich muss nächstes Jahr noch mehr reinhauen auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade mal einen Notendurchschnitt von 3,2 und das ist schon schlecht. Ansonsten hatte ich immer einen bei 2,4 oder 2,2. Aber naja. Super Creeper, super. Deine beste Runde in Uncharted 3 und dein Lieblingsspiel. Meine beste Runde in Uncharted 3 war damals ein 42:0 auf Wüstendorf. Mein Lieblingsspiel, das wird wohl Uncharted 3 noch sein. Ich betone noch ein bisschen stärker. Hardgamer SYXVB. Blond oder braun, Titten oder Arsch? Ja, blond oder braun, finde ich jetzt, kommt darauf an, wie man sich die Haare stylt. Sagen wir mal, ihr habt so ganz kurze blonde Haare, finde ich das auf jeden Fall nicht so attraktiv wie gestylt, also so zu einer Seite braune Haare. Also das ist mir so ziemlich liegt am Styling. Titten oder Arsch, das sollte meiner Meinung nach sich die Wiege halten. Also man braucht jetzt nicht so, wisst ihr, sondern einfach so gesundes Mittelmaß. Marcel Alten, was waren deine Erwartungen von der PlayStation 4 und was findest du an der gut? Also da ich noch nicht alles über die PlayStation 4 weiß, sage ich mal so, ich erwarte von der PlayStation 4, dass sie wirklich leiser ist, sich nicht mehr aufhängt und dass sie wirklich an der Grafik vielleicht noch ein bisschen was tut, was aber schwer wird. Was ich gut finde, kann ich dir noch nicht genau sagen, da der Controller ist für mich noch ein bisschen fraglich. Auf jeden Fall finde ich es kacke, dass sie online Geld kosten wird und dass der Online-Zwang besteht. Das finde ich sehr, sehr schlecht. Weil extra deswegen habe ich mir die PlayStation damals gekauft, weil ich wusste, dass die Xbox zum Online-Zocken Geld kostet. Und deswegen habe ich mir hauptsächlich die PlayStation gekauft. Was ist dein Lieblings-YouTuber? Also da steht nur YouTube, aber ich schätze mal, du meinst mit YouTuber Felix 27. Also mein Lieblings-YouTuber ist doch da der Hardy. Der Hardy ist einfach die geilste Schnitte der Welt. Und ja, ich muss einfach sagen, Hut ab vor ihm. Ich verlinke PeteSmeet nochmal unten, was eigentlich keinen Sinn macht, da die sowieso genug Fame haben, aber egal. Daniel Arloch 13. Wie alt bist du? 14 Jahre. Paybro 2012. Real oder Barse? Das ist denn wohl weird. MC King, hast du Bock zu skypen? Wenn du mich addest, dann schon. Klar, warum nicht? Alese 21.
2181. Was ist deine Lieblingssportart? Was ist dein Lieblingsessen? Hast du Geschwister? Lieblingssportart habe ich schon gesagt. Mein Lieblingsessen ist Döner und Pizza, Ghetto-Stadt und so. Hast du Geschwister? Nein, wie gesagt. Also magst du Animes? Wenn ja, wieso? Weil Animes einfach meiner Meinung nach gut aussehen. Sie wirklich, ja, Spaß machen zu gucken und ein bisschen Action haben. Und wie bist du auf den Namen Final P gekommen? Von Super Creeper Super, beides. Also auf den Namen Final P bin ich einfach gekommen, so, wisst ihr, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es kam mir einfach in den Kopf und ich habe mich so genannt, Name war vorhanden, Ende. Bist du Jung oder Mädchen von Final P Fan? Also, ja, bin ich mir nicht ganz sicher, weil du müsstest das ja irgendwie auch wissen, wenn du mein größter Fan bist. Und bin ich mir nicht sicher, ob du das nicht wissen solltest. Aber ich bin auf jeden Fall Junge, was auch, glaube ich, gar nicht so schwer zu erkennen war. Aber ich glaube, mit deiner Intelligenz, ja, lassen wir das. Final P Fan, wie findest du den Final P Fan? Richtig kacke, sein Name gefällt mir nicht. Nein, Spaß. Ich mag meine Abonnenten. Also, ich find's cool, dass ihr auf mich ein Auge habt. Find ich einfach cool. Anna O. Sweet sagt, wie geht's? Mir geht's auch nicht so gut. Ja. Anila Zitit oder sowas. Wann lädst du Happy Weirds hoch? Ich warte schon lange drauf. Und herzlichen Glückwunsch zu 400 Abos. Danke, danke. Und Happy Weirds kommt so früh wie ich kann. Wie gesagt, tut mir leid, aber es wird vielleicht noch eine Weile dauern. Ja, Animates Forever, der Gewinner von der Pokémon-Kartenverlosung letztens. Lieblingsmanga, Lieblings-Pokémon, XD, Lieblingslied, Lieblingsessen, Haustier, Lieblingstier, Lieblingsgame, Lieblingskonsole, Lieblingsserie, Lieblingsfilm, such dir welche aus. XD, ich habe auch noch mehr auf Lager. Okay. Mein Lieblingsmanga ist Kämpfer. Mein Lieblings-Pokémon, ich bin nicht so Pokémon mehr, aber ich denke mir, dass doch. Keine Ahnung. Also ich finde dieses Darkrai irgendwie geil. Das ist doch dieses komische schwarze Vieh. Also dieser Geist. Und damals aus den alten Editionen noch fand ich immer dieses Glumanda da mit dem Feuerschwanz ganz geil. Mein Lieblingslied ist zurzeit Gentleman. Klar, ist nicht jedermanns Sache, aber ich höre mir das hier doch nur an, bis Mother, Father, Gentleman. Mein Lieblingsessen ist, wie gesagt, Pizza und Döner. Ich habe keine Haustiere, außer Döner. Ein auf den. Mein Lieblingstier, ich hatte bis vor kurzem Haustiere, aber mein kleiner Zweckhamster ist verreckt. Oh. Mein Lieblingstier, also ich muss ernsthaft sagen, ich finde irgendwie so ein. Ja, so ein Leguan, oder wie man sowas nennt. Diese Viecher, die so pieksig sind, wisst ihr? Keine Ahnung, wie man die nennt. So eine Art Eidechse finde ich ganz geil. Mein Lieblingsgame, wie gesagt, wohl Uncharted 3. Meine Lieblingskonsole ist die PlayStation 3. Meine Lieblingsserie war One Piece. Mein Lieblingsfilm war Kämpfer, verfilmt. Such dir welche aus. Ach ja, das ist keine Frage. Haha. Machst du, also von ICYTV, ich weiß immer, wie man nicht ausspricht, machst du auch in den Ferien Duals oder Together Projekte mit anderen YouTuber? Ja, die mache ich. Mit vielen sogar. Und nochmal LLGAMR Pro LL oder irgendwie sowas. Kann man nicht adden? Wenn ja, ich heiße Graden-Refe. Okay, das ist schön, dass du gerade der Strich Refe heißt und man kann mich natürlich adden, aber halt nur auf meinem Final P Account und die Voraussetzung ist halt mein Abonnent zu sein. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Commentary bzw. dem Special. Ich habe die Zeit sehr gut totgeschlagen und ja, ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Bis dann, haut rein, euer Final P und tschüss.